Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen heute hier die Scheiße wegfahren. Deswegen wird das etwas holpriger. Was ein Scheiß. Also wir müssen heute Glas wegfahren. Und ihr hört es wahrscheinlich schon. Wir fahren jetzt erstmal Altglas weg. Und ihr hört es bestimmt schon. Die Audioqualität hat sich erheblich verbessert. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt ein so Mini-Mikrofon zum Anstecken bekommen habe. Zum Weihnachten. Genau, zu Weihnachten. Ja, das nehme ich jetzt alles mit dem Handy gerade auf. Weil irgendwie, also ich kann das Kabel da nicht reinstecken in die GoPro. Deswegen, jetzt fahren wir bitte rechts. Ich sehe bestimmt gerade total behindert aus. So ein Fettsack auf dem Mofa mit Mikrofon drinne. Also wie gesagt, zum Anstecken, das habt ihr schon bestimmt in meinem Silvester-Video gesehen. 2019 heißt das. Bei dem 2019-Video, da habe ich das schon ausgetestet mit dem Tobi. Da ist ganz schön was drinne in der Kartusche hier. Das ist ein Beutel. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Ich, wie gesagt, Mikrofon. Das Video hier seht ihr gerade mit der neuen GoPro, die ich zu Weihnachten bekommen habe. So, Altglas, wie gesagt. Den Scheiß auf, damit ich mehr sehen kann. Denn wenn ich die ganze Zeit hier rumhauche, weil ich fett wie Scheiße bin, dann kann man natürlich... Oh, hallo Oma, dann kann ich natürlich nichts sehen. Das ist eher schwarz, aber es zählt auch zu braun. Ja, tschüss, ne? Beobachtet mich hier, wenn ich die ganze Zeit die Kacke wegwerf. Das quetschen wir mal hier hin. Ich werde die Handschuhe wieder an. Fahren wir durch die City, wir fahren mal durch die City. Hallo Siruna, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's hier lang. Durchs Ort, genau. Alter, heute Deutsch nicht mehr vorhanden. Wir haben gerade frohes Neues, ihr Leute. Wir haben ungefähr so 8 Grad, ist trotzdem arschkalt, ne? Auch die fetten Schneeschuhe an. Also sind jetzt nicht Schneeschuhe, das sind Lederstiefelschuhe. Aber mit Fell. Ja, der kommt den Berg nicht hoch. Da sehen mich gerade Leute an, die denken sich so, was für ein Fettsack, Alter. Der ist so dick, ohne Scheiß. Etwas dumm jetzt, um die Uhrzeit hier lang zu fahren. Denn die Rentner denken sich alle, ach, was haben wir so für ein schönes Wetter. Gehe ich doch mal mit meinem fetten Gehstock hier lang und nerv die Vögel. Es ist sehr schön, muss man sagen. Also wir haben gerade Sonnenuntergang, wir haben nicht mal 5. Jetzt haben wir die Sonne schön hier drin und darf, also voll in der Fresse, aber ich habe so einen Sonnenschutz, den habe ich gerade angeklappt. Man hat es wahrscheinlich nicht gehört oder ich hoffe es doch, ist egal. Olaf hat erfolgreich einen Sonnenschutz runterbekommen. Na, wenn das jetzt mal eine Sensation des Jahres 2019 ist, dann weiß ich auch nicht. So, hier rechts, das ist chillig. Hier fahre ich gerne lang. Das sind so tolle Kurven. Jetzt könnten wir mal hier links. Jetzt die Leute auch nicht nerven, deswegen drehe ich mal nicht so hoch. Denn es ist ja wie gesagt Mittwoch. Deswegen muss man etwas vorsichtiger sein. So, kann ich hier lang? Fragezeichen. Komm, wir fahren mal hier lang. Über Feldweg. Oh, ob der das hält, Alter. Scheiße. So, noch gucken, ob hinten die ganzen Schrauben dran sind, weil das ist mir mal passiert. Da hat sich eine Schraube gelöst und da ist mal fast mein Hinterrad abgefallen, während ich gefahren bin. Dahinter kommt ein Auto, ich sehe es von hier. Mal gucken, ob wir das abschneiden können. Hier wohnt der Lars. Ist nicht mehr das neueste Haus, aber er hat auch nicht so viel Geld. Da war eine alte Oma. Hi. Oh mein Gott, da sind sehr viele Leute. Da werde ich immer ein bisschen nervös, wenn ich die Leute hier sehe. Denn ihr müsst wissen, als Fettsack hat man hier in dem Dorf nicht so gute Karten. Hallo. Ah. Der hat mir gerade irgendwas zugerufen, der Typ. Ich hätte die eben fast mit meinem Mofa überholt. Verflixt und zugenäht hier. Muss man auf Kinder aufpassen mit Zipfelmütze, die sich an der Hand haben. Danke Leute fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Und ja, ciao.